Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Und heute werden wir mal wieder ein Multipack öffnen von den Russia-Karten mit Mercilecki und Obi Mikkel. John Obi Mikkel. Das ist leider verrutscht, ich weiß auch nicht, mein Kiosk meinte, er hat sie schon so bekommen. Das ist halt auch ziemlich auf Spannung, die Booster sind auch schon ein bisschen geknickt. Also es war draußen bei dem Kiosk, ich weiß halt nicht, ob es vielleicht deswegen ist. Wir reißen es einfach mal auf. Ich habe wirklich, glaube ich, alle Kiosk, sind ein paar Karten runtergefallen. Alle Kiosk oder Läden, die in meiner Stadt diese Karten haben könnten oder in der Nähe, habe ich, glaube ich, sogar schon alles aufgekauft von den Multipacks und Blistern. So, ich glaube, es wird erstmal der letzte sein. Die Linie ist ja schon ein Glück hier ordentlich ab. Keine Klebestreifen, Code könnt ihr haben. Werde ich nicht einsetzen. Das ist meine 9. Limited Edition. Ein Fan Obi Mikkel können wir einfach abziehen. Ist auch nicht mehr so dran. Den brauche ich auf jeden Fall nochmal. Vielleicht machen wir, wenn ich bald mal wieder zwei Multipacks finde, auch mal ein Duell. Der Booster geht schon mal auf. Der natürlich auch. So eine Scheiße. Der nicht. Und der auch nicht. Also doch, der drauf. Aber ich möchte auf jeden Fall höchstens ein Basepack haben, Leute. Und auf jeden Fall auch eine Powerkarte, die besser als so ein Fans-Favorite ist. Gucken wir die Karten mal raus und gucken wir uns nochmal die Verteilung an. Hier. Komm, erster Booster. Ist das ein Basepack? Nein, das ist kein Basepack. Das ist ein Pack, wo sogar eine Special Card drin ist. So, dann gucken wir mal. Dann haben wir Thomas Lemar als Basekarte. Ich lege die einfach mal hier so hin. Dann David Guzman. Oder David. Dann Hatrayama Gucci. Nur noch Gucci Bros. Nein, Spaß. Alvaro Morata. Der Code könnt ihr auch haben. Es ist nämlich für André Silva 91er Rising Star. Das heißt, wir sind schon mal beim Fans Favorite weg. Und Ilya Kutepov. Ich finde das ja immer so gut, wenn die Powerkarten oben liegen. Oder so schön. So. Können wir mal wieder ein Fans Favorite, den ich leider auch schon doppelt habe, Leute. Also Fans Favorite sind die einzigsten Powerkarten, wo ich welche doppelt habe. Thiago Silva, Irving Lozano, Pepe oder Pepe, ja Pepe, ja Pepe, Philippe Baloi hier, Kamil Glick Fans Favorite und Raphael Varane. Einige sagen ja Varane, aber er heißt ja Varane. So, das sind die beiden Booster gewesen, die schon richtig auf waren. Gucken wir mal, was wir hier so noch haben. So, da haben wir wieder eine Powerkarte auf jeden Fall. Dann haben wir Josip Pivaric, Tobi Alderweireld, Ki Sung Jung, Ogenya Onasi, hier für euch. Gabriel Jesus als Rising Star habe ich jetzt doppelt. Und Mauro Icardi habe ich auch doppelt. Das heißt, die erste doppelte Powerkarte außer Fans Favorites sind die Rising Star von Gabriel. Da ist der Rising Star von Gabriel Jesus. Und hier haben wir mal wieder ein Basepack erwischt. Am Ende also ein Basepack und drei Götter-Packs mit Powerkarten. Dann haben wir Nacho, Sainsbury, Ndaye, Galiza, Sturridge und Valverde. Gucken wir mal den stärksten Wert. 79, 81. Also das Pack war nicht wirklich stark, auch nicht von den Basekarten her. Muss man nicht unbedingt alle kennen, besonders eigentlich Nacho der einzigste. Also das war das Multipack von Mercilecki. Ich würde sagen, falls ich mal wieder welche mehrere finde, werden wir mal wieder ein Duell machen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.